Freunde aus der Welt, wir switchen rüber und let's rock! Wenn man auf YouTube bestimmte Abo-Meilensteine passiert, bekommt man von YouTube einen Preis. Einen Preis? Bei 100.000 kriegst du einen silbernen Play-Button, bei 1 Million einen goldenen, bei 10 Millionen einen Diamond WWS, es glitzert, und bei 100 Millionen Abonnenten einen Block mit einem Baccarat-Kristall, handgefertigt in der Fabrik. Wobei ich da sagen muss, der Diamond gefällt mir besser. Zwischen was auch immer Kristallmanufaktur in Baccarat. Einer dieser Kristall-Play-Buttons ist sogar in einem Museum ausgestellt. Die anderen 11 befinden sich bei diesen abogeilen Maschinen. 4 davon sind in Indien. Und wenn du einen dieser Meilensteine passiert hast, dann ruft dich YouTube höchstpersönlich an, erzählt dir, wie stolz er auf dich ist. Und eine Stunde später überreicht dir ein Kurier auf einem weißen Pferd deinen wohlverdienten Playbutton. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass dies auf dem vielversprechenden Exoplaneten Kepler-62f der Fall ist. Ich wollte gerade sagen, da haut nicht, wenn das so wäre, Alter. Hier auf der Erde läuft das mit der Übergabe des Playbuttons so ein bisschen anders ab. Ja, das kommt einfach per Post, Mann. Hast, oder Pech, es kommt drauf an, worauf du so stehst, dann ist beim Erreichen deines Meilensteins zufällig irgendein Social-Media-Event am Dampfen, bei dem auch YouTube vertreten ist. Da wird man dir dann vorschlagen, dass du da irgendwie hinkommst und dann auf die Bühne steigst und man dir das Ding dann persönlich überreicht. Für die allermeisten Fälle jedoch musst du dir so einen Play-Button tatsächlich bestellen. Und wenn ich bestellen sage, dann meine ich tatsächlich auf einen Shop gehen und das Ding in den Warenkorb zu werfen. Und das ist ja auch kein herumgeflende Button. Okay, das war bei mir nicht. Ich weiß nicht, gut, vielleicht ist es bei den Silbernen anders, bei den Goldenen. Aber ich hatte den Kanal so eine Benachrichtigung, dass ich jetzt berechtigt bin, meinen Preis abzuholen. Da habe ich bloß drauf gedrückt, da stand da so ein Code, den musste ich dann irgendwie unten drunter eingeben und dann sollte ich meine Adresse nochmal prüfen und dann auf Senden klicken. Wait, ich habe nichts dagegen, irgendwelche Preise stillschweigend und auf keinen Bühnen entgegenzunehmen. Und ich dachte, ich zeige euch einfach, wie das alles so ist, was so alles passiert, wenn man 1 Million Abos auf YouTube knackt und dann so einen goldenen Play-Button haben möchte. Ich habe mich gerade hingestellt, um das irgendwie auszusprechen. Ich habe mich hingestellt und wacke gerade ganz viel herum, weil ich diesen Satz zum 20. Mal aufnehme. Reicher YouTuber. Viele Creator-Menschen... Was stand da, reicher YouTuber? Kreuzworträtsel lösen. Reicher YouTuber. Okay. Ey. Wow, Wahnsinn. Mich hingestellt und wacke gerade ganz viel herum, weil ich diesen Satz zum 20. Mal aufnehme. Viele Creator-Menschen berichten immer und immer wieder, dass nach dem Erreichen eines Abo-Meilensteins ewig viel Zeit drauf geht, bis man sich dann irgendwie tatsächlich einen Play-Button an die Wand nageln darf. Manchmal dauert es einen Monat, manchmal auch deutlich länger. Und das liegt daran, dass all diese Menschen immer viel zu geduldig sind und darauf warten, bis in der YouTube-Studio-App eine kleine Leiste spawnt, die dann einem sagt, man dürfte sich jetzt so einen Play-Button holen. Ich habe zum ersten Mal einen Mitarbeiter angeschrieben. Weil ich hatte die 100.000 und dann haben mir welche geschrieben, du kannst deinen Play-Button jetzt kriegen. Oder wo bleibt der, warum ist dein Play-Button noch nicht im Hintergrund und so. Ja, weil ich ihn ja nicht hatte. Da ist so ein Mitarbeiter angeschrieben und der schreibt so, es müsste so eine Benachrichtigung in meinem Kanal sein. Ich sage so, nein, ist keiner da. Der sagt ja erst, ja, okay, sie sind nicht berechtigt dazu. Also du bist nicht berechtigt, die schreiben ja nicht mit sie. Und dann sage ich, warum? Und der so, ja, steht hier, bist nicht berechtigt. Okay, und dann Monate oder Jahre später, ihr seht es jetzt, war es auf einmal da. Da kam auf einmal diese Benachrichtigung. Bin das nicht. Bei manchen Dingen habe ich ein ganzes Hummelnest in meinem Hintern und ein Hummelnest sieht interessanterweise so aus. Also habe ich nicht auf diese Leiste da gewartet, sondern direkt nach dem Erreichen der Million einfach YouTube Play Button Antrag gegoogelt. Denn wenn du das tust, ist das erste Suchergebnis einfach direkter Antrag für diese Play-Buttons. Auf dieser Website habe ich mich dann durch ein paar Knöpfe und Texteingaben gewühlt. Nur um dann einmal lesen zu müssen, dass ich ja wirklich ein ungeduldiger Sack bin, denn deren System hat er noch nicht einmal erfasst, dass ich die Million bereits erreicht hatte. 3 Tage später habe ich noch einmal alles ausgefüllt und mir dann auch endlich die Glückwünsche von dieser Landingpage abgeholt. Jetzt würde geprüft werden, ob ich denn auch die Voraussetzungen für so einen Preis erfüllt bekomme, was scheinbar mehr ist, als einfach nur 1 Million Abonnenten zu kriegen. Und 4 Tage später stand dann auf der Seite, dass ich mir diesen goldenen Knödel wahrlich verdient hätte. Und wie bestellt man nun so einen Play-Button? Ganz einfach. Wenn man dann welche haben darf, dann bekommt man einen Gutscheincode. Diese Codes sind spannend genug, dass irgendwelche Dödel sie auf eBay verkaufen, ohne zu bedenken, dass sie nur sehr schwierig übertragbar sind. Und nein, ich darf meine auch nicht verkaufen, weil ich sonst für immer gebannt werde, was diese Awards angeht. Ich glaube, das stand sogar irgendwo, dass man nicht verkaufen darf oder so. Den nächsten Award herbeisehen. Bin mir gerade nicht mehr sicher. 10 Millionen. Aber mit diesem Code kann ich mir jetzt so viele goldene Play-Buttons bestellen, wie ich lustig bin. Ich könnte mir jetzt so viele Play-Buttons holen, dass jeder einzelne Zentimeter meiner Wohnung mir kommunizieren könnte, ich hätte wenigstens irgendwas in meinem Leben erreicht. Der Haken... Warte mal, ich kann den Code mehrmals benutzen? ...ist nur, dass mir lediglich der erste von YouTube bezahlt werden wird. Ah. Alle anderen, die ich hinterherhauen würde, müsste ich selber payen. Und das ist das Ding, YouTube baut nicht diese Play-Buttons. Warum denn auch? Als ich das letzte Mal bei Google war, habe ich keine Play-Button-Stanzen gesehen. YouTube hat stattdessen vor vielen Jahren eine super renommierte Firma namens Society Awards angehauen, die sich nur darauf spezialisiert hat, Preise zu bauen. Wie zum Beispiel den MTV Movie Awards Bucket oder einfach mal den verdammten
Emmy Award. Und YouTube lässt sich seitdem vermutlich jeden einzelnen Award in Rechnung stellen, ob jetzt für irgendeinen Creator-Menschen, der voll den uniken Content knallt, oder von irgendwelchen NPCs, die mit zwielichtigen Clippings auf 100k gekommen sind. Sprich, hey, dein Award geht auf uns, das zahlen wir dir. Wenn du jetzt aber noch einen fürs Wohnzimmer willst, dann bezahlst du den bitte, okay, ja? Wenn man nur diesen Gutschein... Aber wenigstens bitten sie drum. ...gut hier einlöst, oder auch... gelangt man auf eine Seite, wo man aus irgendeinem mir nicht erschließbaren Grund seinen Kanalnamen manuell auf den Play-Button eingeben muss. Genau, da erinnere ich mich auch noch dran. Die Versuchung war groß, einfach Plankton der Zerstörer anzugeben oder Omega Plankton Tron 50.000. Nur kann man da sowieso nicht einfach irgendwas hinschreiben. Man muss seinen richtigen Kanalnamen nennen. Wenn man das nämlich nicht tut, dann machen sie das einfach für dich oder sie machen einfach gar nichts. Und fertig war auch schon die Bestellung des Play-Buttons. Auch wenn ich wirklich ganz persönlich aus ehemals beruflichen Gründen absolut wenig vom Beruf eines Werbetexters halte, kann ich jedoch appreciaten, dass sich sehr viel Mühe gegeben wurde, zu kommunizieren, dass die Awards alle einen Tick kleiner geworden sind. Entschuldigung, also nicht kleiner, sagen, mir, sondern... War das bei mir? Ich musste auch den Namen eingeben. Bei mir stand aber da, dass ich meinen Namen gut wählen soll, weil man das nicht wieder ändern kann. Leichter. Sie sind zwar alle leichter, aber haben immer noch dieselbe Qualität und vor allem auch dieselbe Bedeutung. Dass du ein absoluter YouTube-Torpedo bist. Ey, die sind mega Fingerabdruck anfällig. Eine kleine Berührung und... es aus, es schwer, die wieder wegzukriegen. Und ich kann das auch alles absolut nachvollziehen, auch wenn ich es nicht nichtsdestotrotz ein kleines bisschen schade finde. Wir erinnern uns, YouTube bezahlt Society Awards für jeden einzelnen Play-Button, der da rausgefurzt wird. Und man muss halt leider sagen, dass vor allem durch YouTube Shorts in den letzten Jahren unglaublich viele Menschen diese Meilensteine passieren. Während aktuell nur 11 teilweise sehr fragwürdige Kanäle französische Kristalle bekommen haben, haben einfach mal über eine halbe Million Kanäle die 100.000-Marke überschritten. Nochmal so viele und allein diese Tatsache selbst... Ja, vielleicht ändert das dann YouTube irgendwann, dass man das nicht mit Shorts erreichen darf. Man sieht es ja in seinem Kanal, ob man durch Shorts abonniert wurde oder durch die normalen Videos, durch die Querformat-Videos. Und vielleicht ändert es irgendwann YouTube und sagt, hier, die 10.000 hast du, die 100.000 hast du nicht allein durch Querformat-Videos erreicht, deswegen bist du nicht berechtigt. Hätte einen eigenen Golden Play-Button verdient. Und bereits letztes Jahr gab es über 40.000 Kanäle mit 1 Million Abonnenten auf dieser Plattform. Das ist wild. Das ist wieder so ein Wannabe. Ich bin Altspruch, aber ich erinnere mich noch, als lediglich Fred, nur Fred, 1 Million Abonnenten auf YouTube hatte. Es ergibt somit leider absolut Sinn, die Kosten der Produktion zu reduzieren. Und bei dieser Play-Button-Masse muss ich auch wirklich gestehen, und das meine ich auch absolut ehrlich, dass ich miesen Respekt davor habe, dass YouTube mit diesen Auszeichnungen überhaupt weitermacht. Die hätten schon längst sagen können, dass sie diese Awards streichen. Glaubst du, wir hätten dann alle aufgehört, irgendwie YouTube-Videos hochzuladen, oder was? Furz hätten wir. Wir hätten einfach alle weitergemacht. Und ja, es ist mir auch schon klar, dass YouTube reicht. Alleine schon, weil es mir Spaß macht, hätte ich mit allen weitergemacht. Mit Reaction und mit meinen Cartoons. Es ist ein schönes kleines Ding, wenn du so einen Play-Button hast, aber ansonsten hätte es mich auch nicht stören. Aber vor allem reiche Unternehmen geben doch trotzdem ungern Geld aus, das sie nicht ausgeben müssen. Und YouTube knallt weiterhin Play-Buttons raus, die teuer genug sind, dass ich mir denke, ich muss mir keinen zweiten für die Dusche kaufen. Mein goldener Play-Button wurde in Bin von 2 Tagen in Oklahoma gebaut und von Rick inspiziert und verpackt. Rick ist die Gurke, die irgendwie alle Play-Buttons dieser Welt inspiziert und verpackt. Nochmal 2 Tage später war das Ding bereits in Köln und wurde dann an Hermes übergeben. Und 4 Tage danach wurde mir der Award auch schon überreicht. Und zwar vom Hermes-Menschen und auf keiner Bühne. Genau so war meins auch. Erstaunlicherweise ging das echt schnell mit dem Versand. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach einiges selber tun muss, damit das passiert. Warum zum Teufel macht ihr das mit einer Spraydose auf? Ist das eine Spraydose? Mach ich das gut? Was soll ich das wissen? Wie sieht er aus? Ich gucke noch nicht hin. Ah, da ist ein Brief mit einer kleinen Grußkarte von Rick. Rick ist derjenige, der gefühlt alle Play-Buttons hier packt. Da ist er. Der goldene Lappen. Diesmal kann man sich hier die Spiegelung, diesmal in Gold. Einfach direkt darunter, oder sieht man da nicht, dass er Gold ist, weil hier so eine Tangstenlampe die ganze Zeit alles Gold macht. Bist du nicht so ein bisschen Inneneinrichtungsgedöns hier? Oder einfach komplett so? Einfach weil es. Das wäre schon ein bisschen witzig. Aber das schreit auch so nach dem. Das ist so attentionmäßig. So, guck mich an, ich bin was Besonderes! Noch einmal, also vielen Dank für alles. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin furchtbar in Live-Situation. Vielen Dank für alles, vielen Dank an Rick fürs Packaging von diesem Award und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Jo. Also die Shorts sind eine gute Sache, muss ich sagen. Weil alleine durch die Shorts ist ja mein Cartoon-Kanal auch ziemlich weit nach oben geschossen. Ceo. Der hat jetzt nicht ernst. Kranker Typ, Mann. Habt euch lieb, euer Plankton. Ich bin zum Teil froh über die Shorts. Ich bin auch einerseits noch froh, dass YouTube noch bei 1 Minute geblieben ist. Nicht wie bei TikTok, wo du mittlerweile 1/2 Stunde machen kannst.
und wo du bei TikTok nur noch Geld verdienst, wenn das Video mindestens 1:01 geht. Ansonsten bist du nicht mehr monetarisierungsberechtigt. Das finde ich schade. Ich fand das immer cool, dass es halt kurze Video weiter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.